Klopf, klopf, wer ist da? So, dann mal rein da. In die gute Stube. Hoffentlich schon vorgeheizt. So, du gehst dann schon mal den nächsten. Wunderbar. Haben wir hier eigentlich... Ah, ich glaube, wir haben den Rest nicht kaputt gemacht, oder? Jo. Wie sich's auch gehört. Das haben wir bald. Sehr schön. Gucken wir mal, wenn es mit dem 5er klappt. Tatsächlich mit Shift. Okay, aber ich will nicht mehr als 3 jetzt erstmal nochmal. Zwei englische Burgen sind zerstört. Nur einer fehlt noch. Rettet alle. Nur einer fehlt. Genau. Macht mal weiter kaputt. Das ist auch das, ach, da ist auch ihr Dorfzentrum. Das ist ihre Hauptbasis sozusagen. Da ist unten auch noch so eine kleine Burg. Das heißt, gut, die werden wahrscheinlich noch von Falstaff unterstützt, von seinem Herr. Aber ansonsten selbst machen können die nicht mehr allzu viel. Hier ist die Hauptversorgung von denen. Deswegen kam ja auch so ein Widerstand. Macht Sinn. Komm, wir gehen nochmal mit der Reiterei rein. Können wir den auch anrammen? Knall! So, hast einen Stamm ins Gesicht bekommen. Aber schön. Nee. Geht doch weg. Was hier aus? Alles okay? Und wie sie wieder neu aufbauen wollen. Ist das nicht süß? Aber gut, da wir jetzt so schön am Metzen sind, jetzt kann ich ja doch mal ein bisschen darüber reden. Ein Thema wollte ich noch ansprechen. Und zwar das Thema mit den Franzosenwitzen. Ich habe mich ja schon zurückgehalten, habe ich schon gesagt. Ich habe ja schon genug in Empire aufgebracht, wir müssen es ja nicht übertreiben. Grundsätzlich wollte ich nochmal was dazu sagen, weil hatte ich letztens eine nette Diskussion in den Kommentaren. Und zwar einfach, was die Franzosenwitze an sich angeht. Es ist mal ganz lustig, einfach mal über die Hintergründe zu erzählen. Wie sie entstanden sind, wann sie entstanden sind und grundsätzlich wieso. Also, ich glaube, es ist nicht ganz sicher bei allen, aber ich glaube, die meisten Witze, so die meisten Franzosenwitze, die man hier im Deutschen kennt, Es gibt in fast jedem Land Franzosenwitze, die unterscheiden sich aber inhaltlich. Die Franzosenwitze hier in Deutschland, die sind größtenteils, glaube ich, entstanden so um 1870, 1871 rum. Die meisten wissen, deutsch-französischer Krieg. Da habe ich damals auch nicht schlecht geschaut in der Geschichte. Also als ich das erste Mal eine Geschichte davon gehört habe, deutsch-französischen Krieg, dachte ich mir so, von dem habe ich irgendwie noch nie gehört. Wie lang ging der? Ah, halbes Jahr. Moment mal, nach 2 Wochen haben die Franzosen schon kapituliert. Ich finde das ziemlich lustig, wenn man sich so mal die Zahlen anguckt. Einfach, die Franzosen waren sogar in der Überzahl. Die hatten, glaube ich, 200.000 Soldaten mehr, also rein mobilisiert gesehen. Nicht vom Staat her, sondern rein mobilisiert. Hatten sie 200.000 Soldaten mehr als das gesamte deutsche Bündnis da. Und irgendwie nach 2 Wochen hat Napoleon III. Was, glaube ich, einfach der französische König kapituliert. Da habe ich auch mal die Zahlen gesehen irgendwie. Die Verluste bei den Deutschen irgendwie so 30.000, 40.000, bei den Franzosen 120.000 und 500.000 Gefangene von den Franzosen. What the fuck? Und nach 2 Wochen war es eigentlich vorbei, aber noch ein gutes halbes Jahr hat noch so quasi Widerstandsgruppen Widerstand geleistet, bis es endgültig verloren war. Aber ich glaube, aus dieser Zeit kommen hauptsächlich diese Franzosenwitze, weil die einfach so hoffnungslos überrannt wurden innerhalb von kürzester Zeit. Ich meine, das nach 1 bis 2 Wochen war es fertig, im Prinzip. Da war, glaube ich, auch schon Paris besetzt. Und wenn man sich überlegt, 1 bis 2 Wochen, das ist 1 bis 2 Wochen ist eigentlich der Marsch, den man dorthin braucht. Das ist schon, das war schon fast einfach so ohne anzuhalten, im Prinzip. Und daher kommen, glaube ich, die meisten dieser Witze, weil diese Witze existierten schon zu Zeiten des Ersten Weltkriegs und die waren auch ein Problem. Einfach deswegen, weil man die Franzosen so sehr unterschätzt hatte. Also man hat halt wirklich so auf die Franzosen herabgeguckt und hat sich schon echt ein bisschen belächelt, weil man sie ja damals schon so einfach besiegt hat. Da gab es noch die Kaiserkrönung im Schloss von Versailles.
Und ja, man hat die Franzosen dann überhaupt nicht mehr ernst genommen. Und gerade aufgrund dieser Unterschätzung, auf dieser ganzen Witze, die existierten damals, das war einer der Gründe, wieso Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat. Weil ganz am Anfang lief der Vorstoß gut. Doch dann ist man in diese Grabenkriege übergegangen. Und die Deutschen waren an einigen Stellen zu überstürzt und sind an einigen Stellen dann doch zu leichtsinnig vorgegangen. Nach allem, was ich mal gehört habe von dem Historiker, war es tatsächlich so, dass die Deutschen, hätten sie ihren Feind ein bisschen ernster genommen, die Franzosen, dass die mehr erreicht hätten. Gut, ich meine, Frankreich an sich war vielleicht doch nicht so mega das Problem, also wären die Engländer nicht gewesen und später die Amerikaner hätten die Franzosen so oder so nicht geschafft. Aber sie waren dann doch nicht so mega schwach, wie von den Deutschen angenommen ursprünglich. Und das war dann so ein bisschen der Sargnagel. Weil hätten sie die Deutschen eher geschafft, man kennt es ja, wie sie die Deutschen so gesagt haben am Anfang des Krieges, ja, Weihnachten in Paris, Weihnachten 1914, war dann eben nicht so. Hätten sie es geschafft, hätten sie es tatsächlich hingekriegt, dann wäre das alles ganz anders gelaufen, auf jeden Fall. Dann. Und da merkt man, dass die Franzosen, ja, und viele Franzosenwitze stammen dann noch vom Zweiten Weltkrieg, weil die dann auch wieder irgendwie so ruckzuck überrannt wurden. Beim Zweiten Weltkrieg wird immer so gerne gesagt, dass die Deutschen in der Überzahl waren und bessere Waffen hatten. Da bin ich seit einigen Jahren auch ein bisschen klüger, was das angeht. Die Deutschen waren tatsächlich in der Unterzahl und hatten sogar noch schlechtere Ausrüstung. Einfach weil Hitler so überstutzt war. Eigentlich, wie war das nochmal? Eigentlich war die Wehrmacht doch erst so 3, 4, 5 Jahre später mit Kriegsvorbereitungen fertig. Aber Hitler konnte nicht warten. Und trotzdem wurden die Franzosen so hoffnungslos überrannt, einfach... Ja, gut, das Wort Blitzkrieg kommt nicht von den Deutschen, aber ja, einfach weil es so schnell ging. Die Deutschen waren so mobil, das hat auch eine Woche gedauert oder so. Da waren die Franzosen eigentlich schon irgendwie überrumpelt. Bevor die überhaupt gemerkt haben, was los war, war es schon vorbei, im Prinzip. Und viele Witze kommen auch von dort. Also grundsätzlich sind die meisten Franzosenwitze, glaube ich, ab dem Deutsch-Französischen Krieg aufwärts. Und was mir auch mal aufgefallen ist, ist, wie gesagt, die Amerikaner haben, glaube ich, ähnliche Witze. Das ist eine Tatsache, die ist mir später aufgefallen. Ihr kennt doch bestimmt alle die Tex Avery Show. Und wenn ihr die Tex Avery Show kennt, kennt ihr doch bestimmt auch Genghis den Eroberer. Und da gibt's diese eine Folge, die fand ich als Kind schon immer lustig, aber erst seit einigen Jahren habe ich erstmal drüber nachgedacht und hab's begriffen eigentlich. Da ist es halt wirklich so, dass Genghis der Eroberer halt gerade einfach Urlaub macht und dann hat sich Frankreich als Urlaubsort ausgesucht, ist einfach so erholsam zum Urlaub gegangen und dann kommt das ganze französische Militär und fragt so, wer sind Sie eigentlich? So, ja, ich bin Genghis. Und was machen Sie? Ich bin der Eroberer. Und auf einmal voll die Panik, voll der Angst, ich weiß auf einmal, was? Sie sind Genghis, der mächtige Eroberer und all. Und die ganzen Truppen laufen alle weg. Die Panzer, das sind auf einmal französische Panzer, warum auch immer in dieser Zeit. Französische Panzer bekommen auf einmal Beine und laufen weg. Alle rennen so und ganz Frankreich kapituliert einfach vor dem und er hat einfach so seinen Urlaubskranz an oder so und wundert sich, hä, what the fuck? Bitte nicht, wir ergeben uns. Mächtiger Genghis. Und das Ende von dieser Folge, das Ende vom Lied war dann einfach, dass ihm Frankreich so madig gemacht wurde, dass er dann abgehauen ist, aber er hat gesagt, ne, das will ich nicht mehr. Und wie gesagt, Tex Avery Show kommt halt aus Amerika. Und nach allem, was ich weiß, haben die Amerikaner tatsächlich ähnliche Witze über die Franzosen. Einfach... Ihr kennt doch bestimmt auch alle Eine schrecklich nette Familie mit Al Bundy. Das ist auch ein gutes Beispiel. Der macht auch die Franzosen oftmals nieder, so von wegen, wir haben euch damals den Arsch gerettet, seid gefälligst ein bisschen dankbarer. Also bei denen ist es weniger so von wegen, wir überrennen die Franzosen, sondern eher die Witze in die Richtung, wir müssen denen immer den Arsch retten oder so. Irgendwie so in die Richtung geht's. Und die Engländer haben auch wieder eigene Franzosenwitze, aber die sind anders und die haben einen viel tieferen Ursprung. Wenn man sich bedenkt, England, Frankreich, das sind Fäden, die gehen bis ins Mittelalter zurück. Die konnten sich noch nie so richtig ausstehen, also zumindest von damals her. Und ja, und viele dieser Witze, die sie haben über die Franzosen, sind älter und haben andere Hintergründe. Mir fallen aber gerade spontan keine ein. Aber ja, wie gesagt, fast jedes Land hat Franzosenwitze, komischerweise. Also... Jedes Land hat Vorurteile und Witze über ein anderes Volk. Aber ich glaube, die meisten haben sie über Frankreich. Finde ich auch irgendwie lustig. Irgendwie werden bei den meisten Medien und Filmen und Serien eigentlich meistens... Also wenn ein Land verarscht wird, dann ist es meistens Frankreich. Ich muss gerade an viele Zeichentrickfilme oder sonst was denken, wo immer irgendwie Franzosen aufs Korn genommen werden. Schon irgendwie lustig. Nur um das mal zum Thema beigetragen zu haben. Wie gesagt, ich mache jetzt sowieso nicht allzu viel. Aber
Nur, weil es vielleicht für einige mal interessant ist zu wissen, wo das alles seinen Ursprung her hat, was das eigentlich alles zu bedeuten hat. Klar, es sind Witze, man sollte sie nicht wirklich immer ernst nehmen. Aber dass man da tatsächlich mal weiß, wo die Ursprünge herkommen und wie die Länder das unterschiedlich sehen. Ich weiß gar nicht, was alles für Witze über Deutsche gemacht werden. Also, Witze über Deutsche weiß ich zumindest vom amerikanischen Raum her, dass Deutsche immer als humorlos und ernst gefasst werden. Beispielsweise, wie war es nochmal, wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne reinzudrehen? Deutschen sind effizient und haben keinen Humor. wunderbar. So, da würde ich mich dann auch gerne aufbauen. Wo wollen wir es denn machen? Wo wollen wir es denn machen, Johanna? Ich würde mal sagen, ich baue mich da drüben auf. Liebe, Liebe. Zu Johanna, der rennt. Liebe, Liebe, Liebe. Lass mich in Ruhe. Ich weiß gar nicht. Ich wette, die Franzosen selbst haben auch Witze über Deutsche und über Engländer und über andere. Ich weiß gar nicht mal, was für welche die haben. Also sollte einer zugucken, der welche kennt, immer her damit. Würde mich einfach mal interessieren. Auf was für Vorurteilen darum geritten wird und so weiter und so fort. Weil man hat von, jedes Volk hat von anderen Völkern immer so ein typisches, stereotypisches Bild. Die meisten stellen sich die Deutschen ohnehin so vor wie auf Oktoberfest, dass die ein ganzes Jahr über rumlaufen. Auch so als Beispiel, das weiß ich zumindest von vielen Amerikanern. Färbt. Gesundheit. Oh. Gott, ey, jetzt müssen wir mal wirklich Nahrung verkaufen in Masse. Zack, 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 zack. Alter, wie weit geht das runter? Wie weit geht das raus? Du Scheiße, ich kriege ja fast gar nichts mehr. Es dauert ein bisschen. Ey, rammelt doch nicht wieder hier rum. Ja, eine Artischocke mit mir von hier aus. Oh Gott, ich will nur mal den Stein haben. Ich möchte nur den Stein haben, um hier... Oh, ich brauche zum Reparieren noch so viel. Ist ja doch doof. Wir haben hier hinten noch Gold. Kommt, holt mir das Gold noch. Ich hätte gerne noch irgendwo Stein. Ey, haut doch ab, Mann. Meine armen Burgen können doch auch nichts dafür. Ich weiß auch gar nicht mal wofür. Die stehen doch einfach da rum. Du da, mach mal mit. Ja, super. Schon kann ich mir wieder keine Burg leisten. Ihr Blöden. Ihr seid doch alle doof. So, das habe ich euch gegeben. So, das Ding ist kaputt. Das wird gerade zerhackt. Darum baue ich sowieso nicht mehr so großartig. Ich sollte wirklich viel eher... jetzt ein bisschen auf Holz gehen. Also im Holz können wir eigentlich auch ein bisschen verkaufen erstmal. Oh Gott, das bringt uns ja auch kaum was. Mann. Alles so teuer. Blöd. Komm, ich brauche nur noch ein paar. So. Bina, Golada. Was ich übrigens auch noch loswerden wollte, war eine kleine Empfehlung. Also neben hier Lindybetch und gibt es dann eben noch Skullagrim und Matt Easton, ebenfalls noch als, wie gesagt, als Quelle, so historische Quellen auf YouTube, die auch interessante Videos machen. Und Skullagrim, da habe ich mal ein Video gesehen von wegen, das ist auch sehr, sehr interessant, kann ich auch mal sagen, kann man sich mal angucken auf jeden Fall. Er hat, ich kann das Video von ihm mal verlinken, wo er die Empfehlung gibt, aber er hat mal so gesagt, ja, dass er wurde mal gefragt nach dem Film, beziehungsweise welche Serie die realistischste Darstellung vom Mittelalter hat. Vor allem Kämpfe, die realistischsten Kämpfe im Mittelalter und Waffendarstellung. Und der Witz ist tatsächlich, es ist ein Anime. Die realistischste Mittelalter-Kampfdarstellung ist in dem Anime und das hat den Namen Junketsu no Maria, beziehungsweise Maria the Virgin Witch.
Ich kann mal das Video von Skala Günther dazu verlinken auf jeden Fall. Also es dreht sich um den 100-jährigen Krieg, England gegen Frankreich. Und dann ist eben diese Maria, das ist so eine Hexe. Also es gibt Magie, es gibt so eine Hexe. Aber auf jeden Fall die Kämpfe, die man sieht zwischen England und Frankreich, sind unglaublich detailliert und historisch korrekt. Über die Waffen, zu den Kampftechniken, die dort vorkommen. Und auch zu den Kampftaktiken, die verwendet werden. Das ist alles das historisch Akkurateste, was man überhaupt sehen kann. Und übrigens, in diesen Kämpfen bei Maria the Virgin Witch sieht man eben übrigens auch, wie da englische Langbogenschützen Informationen feuern auf große Distanz und die Pfeile einfach an den Rüstungen abprallen. Auch interessant auf jeden Fall. Wir ständig überrannt werden. Oh Gott, das kostet so viel, jetzt die Steine zu kaufen, aber ich möchte jetzt eine Burg haben. Ich möchte eine Burg haben, ne? Die will ich jetzt haben. Wenigstens Platz hier für 14 stehen. Gott, ey. Kriegen wir wenig rein. So, dann baue ich jetzt hier mal meine Burg auf. Nur mal auf Nummer sicher zu gehen. Ich glaube, diese Taktik gehe ich jetzt immer an. So beim Angriff. Und ja, wie gesagt, also es sind nicht mega viele Kämpfe drin. Also alle paar Folgen gibt es immer mal wieder solche Schlachten zwischen England und Frankreich. Ansonsten dreht sich es eigentlich immer um diese Virgin Witch, um diese Maria. Und wie sie versucht, irgendwie den Frieden reinzubringen. Aber wie gesagt, grundsätzlich schon für die Kämpfe lohnt sich's echt, den Anime anzugucken. Ist auf jeden Fall auch sehr bildend, weil wie gesagt, es ist auch sowieso lustig, dass Japaner für ein Anime viel mehr Herzblut reinstecken, zu recherchieren, als es alle Europäer machen. Aber es ist tatsächlich so und auch von Skalogun bestätigt, dass das, was man da sieht, tatsächlich historisch akkurat ist. Wo man sagen muss, ja, okay, alles klar. Und wenn wir schon, gut, historisch akkurat ist es nicht, natürlich alles andere als, aber wenn wir schon bei Anime-Empfehlungen sind, muss ich jetzt auch mal was loswerden. Overlord. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen gehypt davon. Ich find's klasse. Ich freue mich jede Woche auf die neueste Folge. Derzeit ist Folge 4 draußen. Und es wird mit jeder Folge einfach besser. Wenn jemand Animes mag und Overlord noch nicht kennt, meine Empfehlung, schaut euch an. Ich find's genial. Ich find's so klasse. Es ist einfach mal so was anderes. Bonjour. Ich glaube, ich habe jetzt eine ganze Aufnahme nur für diesen Kampf hier. Ich bin schon überlegen, ob ich die nächste Mission mache, aber ich glaube, ich belasse es bei dieser. Das ist nämlich schon verdammt lang, wie sie es jetzt gezogen hat. Gnall. Da wohl im Gnall. So, dann machen wir mal vollen Angriff. Das ist der letzte Punkt, den wir zerstören müssen. Auf geht's. Die Burg war eigentlich fast unnötig, aber okay. Verteidig die Ramböcke. Boah, wie sie mir alle Ramböcke kaputt machen. Ist schon leicht dreist. Wo? Oh Gott, ich habe meine Arbeit damit vorgeschickt. Das wird jetzt auch nicht sein. Ist das hier der Musiktrack, der gerade kommt? Ist das nicht einer, der erst ab Expansion Set kommt? Spielen wir jetzt schon so lange, dass die ganze Age of Empires 2 Playlist durch ist. Vielleicht schon zwei bis dreifach. Und jetzt... Ach nee, ich bin mir gerade unsicher. Ist das vom Expansion oder ist das noch normal? Ein sehr gutes Wrack, das sein tun. Ach ja, im Übrigen zu den Verlinkungen, weil ich ja von Skala Grimm noch verlinken wollte und eventuell noch Overlord und solche anderen Späße. Wenn ihr es nicht seht, immer rein damit in die Kommentare, weil wie gesagt, es ist echt schwer, den Überblick zu behalten, in welcher Folge ich was gesagt habe. Weil ich gucke mir meine Folgen nicht komplett selbst nochmal an. Ich überfliege sie meistens und setze die Schnitte. Und da finde ich das meistens so spontan nicht wirklich. So, mach mal das nicht kaputt. Dann schenke ich noch die Ritter mit dran, die sonst auch noch kaputt machen hier. Ja, von mir ist rammelt hier kaputt. Ich bin jetzt eh durch. Ich bin jetzt fertig mit euch. Macht mal auf da. Geht sogar gut runter. Oh, hi.
Uiuiui, da kommt was. Also, ja, Falstaff macht das schon echt knifflig. Ewig wird die Burg nicht mehr halten. Ja, irgendwann wird sie verwittern. Spätestens in ein paar tausend Jahren ist sie vielleicht kaputt, wenn sie niemand wartet. Mal. Komm ran. Wunderbar. Das war die letzte. Die Engländer sind gezwungen, das Loiretal wieder an die Franzosen zurückzugeben. Ein weiterer Sieg für die Jungfrau von Orléans. Wow, Triumphe, Triumphe, über Triumphe. Nach der Schlacht von Patay war der Mythos von der Unverwundbarkeit der Engländer zerstört. Unser Heer weiß nun, dass ein Sieg möglich ist, aber nur, wenn wir uns unbeugsam und schlau verhalten. Die Engländer sind äußerst gefährliche, todbringende Feinde und ihre Langbogenschützen haben immer wieder Angriffe französischer Ritter niedergeschlagen. Zu unserem Unglück haben wir nun Feinde auf beiden Seiten. Die Ratgeber des Dauphins sind auf Johannas Einfluss bei Hofe eifersüchtig und tönen immer lauter. Ich bete dafür, dass Johanna ihren göttlichen Auftrag zu Ende bringen kann, bevor die missgünstigen Ratgeber ihr schaden können. Hm, okay. Aber grundsätzlich, weil es ja nochmal erwähnt wurde, Langbogenschützen gegen Ritter. Ganz unbedeutend waren sie nicht. Also wie gesagt, es ist schwierig, Ritter mit Bogenschützen auszuschalten. Vor allem im vollen Ansturm, berittene Einheiten. Aber sie hatten schon ihren Sinn. Also in vielen Schlachten war der Sinn der Langbogenschützen tatsächlich, die Anstürme zu verlangsamen. Aber ausgeschaltet, also niedergemäht haben sie nicht, wie es oftmals gesagt wurde. Ganz ehrlich, wären die Langbögen auch so effektiv gewesen, wie ihnen nachgesagt wird, von wegen, dass sie einfach alles auf Riesendistanz niedermähen, dann hätte es keinen Nahkampf gegeben zu dieser Zeit. Dann hätte jeder sich Bögen gepackt und hätten sich im Stellungskrieg mit Bögen beballert. Aber ich glaube nicht, dass auf irgendeine Weise dann noch Nahkampfwaffen nötig gewesen wären. Aber wie gesagt, die waren nicht unnötig, die Langbögen. Also gegen ungepanzerte Ziele absolut tödlich. Gegen gepanzerte Ziele haben sie wenigstens eine Verlangsamung bewirkt und hin und wieder gab es auch Glückstreffer. Also grundsätzlich haben die Langbogenschützen schon sehr viel ausgemacht. Aber dieses typische Bild von wegen Langbogenschützen, die einfach die ganzen feindlichen Ritterreihen auf große Distanz niedermähen, das ist halt einfach falsch. So. Der Aufstieg beim... Aber ich glaube, den Aufstieg machen wir beim nächsten Mal. Das reicht jetzt erstmal. Dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei Mission 4, der Aufstieg. Bis dahin. Bye bye.